zurück bei 1850 Training at Home. Heute im dritten Teil von der vierten Woche für die A-Jugend. Und wir wollen noch ein bisschen werfen zum Abschluss. Genau, wir fangen ganz langsam an. Und werfen heißt wieder für euch, dass wir das wie letzte Woche machen. Wir gehen raus oder suchen uns einen Ort, wo wir genug Platz haben, wo wir auf jeden Fall eine Wand haben, gegen die wir werfen können. Genau, wir brauchen einen Handball und eine Isomatte, auf der wir uns absetzen können. Schreibt euch wieder das Training auf, schreibt es ins Trainingstagebuch, sodass wir das kontrollieren können. Und genau, los geht's. Für diesen Teil werde ich die Übung heute mal vormachen. Ich werde aber nicht die ganzen Wiederholungen vormachen, sondern nur 2-3 pro Variation. Für euch zu Hause gilt, pro Seite, pro Arm, den ich vormache, macht ihr 5 Wiederholungen und das auch für die Varianten, die ich vormache. Genau, wir starten ganz leicht mit einem kurzen Erwärmen. Schultern, so haben wir ja vorhin schon ein bisschen warm gemacht in anderen Teilen. Jetzt fangen wir aber an zu werfen, aber ganz locker. Fangen an, ein paar Wiederholungen im Stand. Einfach ganz normal, Stellhoch. Genau, erst mit eurer starken Hand, dann mit der schwachen Hand. So. Okay. Dann das Ganze über das falsche Bein. Wir haben jetzt ganz normal rechts und links geworfen. Jetzt wieder mit rechts, dafür über das falsche Bein. Das gleiche wieder auf der anderen Seite. Okay. Dann starten wir ein bisschen aus der Bewegung. Wir haben jetzt nur im Stand geworfen. Das gleiche mit 2-3 Schritten, kurzen Schritten Anlauf. Ich mache das jetzt so ganz kurz vor auf beiden Seiten und auch wieder über das falsche Bein. Okay, genau, wie gesagt, ihr macht von jeder Variation für jeden Arm 5 Wiederholungen und dann starten wir ein bisschen intensiver. Für die nächste Übung braucht ihr eine Isomatte, auf die ihr euch setzen könnt oder irgendeine andere Unterlage, damit ihr nicht auf dem kalten Boden sitzen müsst. Und ab jetzt machen wir alle Übungen mit eurer starken Hand 2x5 Wiederholungen und mit eurer schwachen Hand macht ihr dasselbe auch, aber 1x5 Wiederholungen. Okay, wir starten aus dem Langsitz, ich setze mich gleich da rein und danach werde ich euch sagen, worauf ihr dabei achten sollt. Aber erst guckt zu, wie ich das mache und versucht das so ähnlich nachzumachen. Okay, bei dieser Übung ganz offensichtlich nehmen wir die Beine aus der Bewegung raus. Das heißt, ihr müsst nur aus dem Oberkörper werfen. Also ihr bewegt euren ganzen Oberkörper, benutzt euren ganzen Oberkörper, um möglichst viel Schwung zu generieren, damit ihr möglichst hart gegen die Wand werfen könnt. Genau, passt auch auf, wo der Ball hingeht. Ich habe auch ein bisschen zu hoch geworfen. Auch kontrolliert werfen, aber mit so viel Schwung, wie es geht. Genau, als nächstes gehen wir in den dritten Sitz. Der muss nicht perfekt sein, aber genau, schaut euch das mal an. So annähernd, dass ihr da reinkommt. Genau, los geht's.
Okay, ihr habt gesehen, zuerst habe ich den rechten Arm geworfen und war mit dem linken Bein vorne. So fangt ihr auch an. Als nächstes geht ihr werft ihr mit dem linken Arm und macht das andere Bein auf der anderen Seite nach vorne. Und zum Schluss eben werft ihr wieder mit rechts, aber dabei das rechte Bein vorne und das gleiche auf der linken Seite. Genau, dabei sind wir schon so ein kleines bisschen mehr in der Schrittstellung. Wird so ein bisschen angedeutet, können ein bisschen mehr uns im Oberkörper aufdrehen. Aber natürlich, wenn ihr das andere Bein, beziehungsweise wenn ihr auf der rechten Seite werft und das rechte Bein vorne habt, wird das extrem schwer. Und dann wird der Wurf auch ziemlich unkoordiniert. Aber genauso solltet ihr das auch ausprobieren. Im nächsten Schritt nähern wir uns noch mehr der normalen Stellung wieder an. Wir gehen in einen Ausfallschritt. Genau das gleiche wieder mit rechts zuerst, mit dem linken Bein vorne. Beziehungsweise wenn ihr Linkshänder seid, könnt ihr das auch andersrum machen. Hauptsache, wie gesagt, auf eurer starken Seite 2x5 Wiederholungen, auf eurer schwachen Seite 1x5 Wiederholungen pro Variante. Genau, also ich fange jetzt an mit dem linken Bein vorne und dann mache ich das auf der anderen Seite wieder und dann wieder mit dem falschen Bein vorne und auch wieder auf der anderen Seite dasselbe. Okay, ihr merkt, die Beine sind immer noch sehr ausgeschaltet, aber ihr könnt euch schon mehr bewegen, ihr könnt schon mehr Schwung nehmen. Aber genau, das meiste kommt immer noch zum Oberkörper. Und ihr werdet auch merken, wenn ihr das über das falsche Bein macht, dass ihr da eben auch nicht so weit aufdrehen könnt. Und ihr viel, aber trotzdem euren Oberkörper nach vorne mit nehmt und daraus möglichst viel Schwung aus dem Oberkörper generiert. Von der nächsten Übung machen wir zwei Durchgänge. Im ersten Durchgang, dann machen wir so, wie ich ihn gleich vormachen werde. Im zweiten Durchgang werden wir dann den Anlauf ein bisschen variieren, dass wir über Kreuzschritt einmal nach vorne machen, dann werfen und einmal hinten rum und dann werfen. Genau, werdet ihr aber gleich noch sehen. Wir fangen wieder ganz einfach an. Genau, wir hätten das eigentlich gerne so gemacht, das könnt ihr vielleicht eventuell sogar machen, wenn ihr das in eurem eigenen Garten macht, dass ihr was habt, wo ihr euch draufsetzen könnt und daraus dann aufstehen. Da die meisten das von euch aber draußen nicht haben werden, werde ich das gleich, ein bisschen anders vormachen. Wir gehen in die Hocke und werfen dann daraus schnell. Okay, genau, schaut sich an. Wir starten zuerst mit 3 Schritten, wir gehen dann auf 2 Schritte runter und danach auf 1 Schritt. Zuerst mit der rechten Hand, danach mit der linken. Okay, genau, nehmt euch da auch ein bisschen Zeit zum Auszuprobieren, damit ihr da ein bisschen reinkommt. Das ist gar nicht so einfach, vor allem wenn ihr mit das falsche Bein werft, wie immer, mit der falschen Hand auch. Genau, ich habe das jetzt erst auf beiden Seiten mit verschiedenen Schritten vorgemacht. Das ist die erste Runde, das macht ihr, wie gesagt, so oft wie wir es vorhin angedeutet haben. 2x5 mit dem rechten Arm und 1x5 mit dem linken Arm. Und in der zweiten Runde variiert ihr mit dem Anlauf, geht einmal nach rechts mit dem Überkreuztritt und einmal nach links mit dem Überkreuztritt und werft danach.
Genau, wichtig dabei darauf zu achten, dass ihr auch schon in der IM-Position anfangt. Ihr habt schon beim Runtergehen den Arm oben und lasst ihn auch die ganze Zeit oben und geht dann in die Wurfbewegung rein. Genau, auf beiden Seiten mit beiden Händen einmal den Kreuz schon vorne rum und einmal hinten rum. Das war auch schon das Video für diese Woche, das letzte. Genau, guckt auch noch in die Beschreibungsbox. Dort stehen nochmal die einzelnen Varianten drauf mit jeweils der Anzahl der Wiederholungen. Und schreibt euch am Anfang auf, wie viele ihr machen sollt und wie ihr die machen sollt. Schreibt es euch auf den Zettel, geht damit raus und dann könnt ihr das ausführen. Okay, bis nächste Woche.